Dann will ich noch mal schauen, was mir dieser Run so bringt. Ob ich es endlich schaffe. Oh, das war natürlich Käse. Nein. Das war mein Fehler. Reset Game. Nur einmal bitte drücken. Dann sollte das auch wieder alles gut sein. Das macht aber gar nichts. Es hat nichts geändert. So. Und los geht's. Ich werde jetzt mal den Split ein bisschen anders setzen. Entschuldigung, da muss ich gerade einmal mein Wasser zurechtschieben. Denn viel trinken ist wichtig. Das wissen wir ja mittlerweile. Habe ich mehr als einmal gesagt. Oh, das ist vielleicht ein bisschen laut auf meinen Ohren. Das kann ich gleich noch fixen. Ja, das war klar. Das ist aber nicht so wild. Solange es nur einmal vorkommt. Ich werde den Split jetzt ein bisschen anders setzen. Mal dahin. Immer wenn der Bildschirm schwarz wird, werde ich jetzt splitten. Gesehen. Dass man das anscheinend so macht. Oh Gott, das war so unsagbar knapp. Das wird eh nicht funktionieren dürfen. Oh, jetzt aber mit Konzentration. Ja, das war mein Fehler. Da habe ich nach rechts gedrückt. Das habt ihr natürlich nicht gesehen, aber vertraut mir, wenn ich euch sage, dass ich es getan habe. Oh Gott, nein. Egal. Alles ist noch machbar. Ja. Auch schon wieder Mist. Man müsste man eigentlich resetten, aber das ist noch so viel Zeit rauszuholen. Ich mir das hier einfach mal leiste. Genau so muss das nämlich laufen. Ja, das darf natürlich nicht so laufen. Oh Gott, das ist ja mehr abgewöhnt, dabei auf die Uhr zu gucken während eines Levels. Vielleicht läuft das dann ein bisschen besser. War nicht berauschend, aber auch nicht tragisch. Vor allem, ich gleich den Split ja jetzt eh ein bisschen anders setze hier. Ändert sich die Zeit ja sowieso ein bisschen. Ob positiv oder negativ, wird sich noch zeigen. Ja, gut, das war dumm.
So war okay, ja. Ist kein Mega-Zeitverlust. Level lief ganz gut. Meisten Probleme habe ich ja eh hier. Oh, fuck yeah! Oh Gott, wie mir gerade das, wie mir gerade die Pumpe geht. Scheiße. Oh. Okay, da habe ich den Split zu früh gesetzt. Entschuldigung, mein Fehler. Alte Angewohnheit. Ich arbeite dran. Aber Gold wäre es trotzdem gewesen, denke ich mal. Nehmen wir den Tod für den vermasselten Split. Oh, warum mache ich das? Da wollte ich was Neues machen. Ich hasse es, wenn ich was Neues ausprobiere. Das ist so dumm. Warum was Neues ausprobieren? Mach doch das, was du kannst, erstmal gut. Mann, Mann, Mann. Oh Gott. Das war so doof. Ah, jetzt richtig splitten. Hätte ich nämlich mal wieder falsch gemacht. Oh mein Gott, wie mir das Herz schlägt, ey. Ja, das habe ich mir gedacht, dass der zu kurz ist. Ja, ich weiß nicht, warum ich da nach links drücke nochmal. Es war Bark. Klappt. Oh, oh Gott, warum klappt das denn nicht? Das hätte eigentlich klappen müssen. Das sieht man bei mir ganz häufig, dass ich immer noch mal nach links drücke. Da müsst ihr mal drauf achten. Es ist so unglaublich oft, dass ich das mache. Aber es hilft noch alles nichts. Nach Welt 4 wird abgerechnet. Ja. War vielleicht aber besser so.
Ja, das wusste ich. Ich habe hier gerade gesagt, jetzt nicht dumm anstellen, jetzt hier nicht dumm anstellen. Oh, meine Güte. Was wieder los? Ja, jetzt geht das wieder los. Müssen wir jetzt ganz kurz durch. Das dauert ein paar Versuche. Ja. Gewöhnlich sterbe ich jetzt hier nochmal. Naja, das ist. Kann ich an den Versuchen ansehen mittlerweile. Und ich weiß auch, dass man den in der Mitte eigentlich skippen kann. Habe ich auch schon ein paar Mal geschafft. Aber ehrlich gesagt traue ich mich das zu selten. Das ist, ich bin jetzt halt auch mega unkonzentriert gerade. Ja. Da passt es alles vom Timing gerade nicht. Macht nichts. Obwohl ich mich schon wieder darüber tierisch ärgere. Wenn das eigentlich immer funktioniert. Also nicht immer, aber schon ziemlich häufig. Darf nicht passieren. Okay, ja, das bin ich jetzt komplett selber schuld gewesen. Das hätte ein gültiger Versuch sein können. Scheiß Bullet Bill. Das funktioniert in diesem Level nicht. Ich weiß nicht warum, aber es geht halt nicht. Nein. Selber schuld, Esel. Ja, gut, da habe ich jetzt vielleicht wieder ein bisschen zu früh gesplittet, aber egal. Ändert ja nichts am Gesamtergebnis. Oh.
Oh Gott, ja. Da wäre ein Spin Jump bedeutend besser. Egal. Immer noch mehr als genug Level. Außerdem ist nicht gesagt, dass ich das jetzt hier schaffe. Dieser Millimeter. Ja, selber schuld. Ich weiß nicht, warum ich immer noch an meiner Strategie feile. Ich meine, klar, muss man natürlich ein bisschen. Das hat leider viel zu viel Zeit gekostet. Ich habe noch nie gesehen, dass da ein Mond ist. Da war ich zu früh dran irgendwie. Konzentriere ich mich wieder nicht richtig. Das ist immer schade. Die Level, die eigentlich in First Try sein müssen. Und die wirklich keinerlei Schwierigkeitsgrad haben. Dann so verkacke. Okay, da war wieder zu früh gesplittet. Noch immer das alte Splitting ist noch drin. Ich arbeite dran, versprochen. Ja, ich hab's gerade doch gedacht, das ist in letzter Zeit so gut gegangen. Ja, jetzt verkacke ich das natürlich alles. Ja, das wird keine neue PB. Das kann ich fast schon versprechen. Ich bin echt geneigt zu resetten gerade. Gib mir so auf den Sack. Diese dummen Fehler. Komm runter. Das ist mir offiziell noch nicht passiert. Ist ja da oben an den Mancher knallt. Meine Güte. Das ist so weird, dass es immer andere Level sind. Das hier war beim letzten Mal, ist das so fassbar, unfassbar
gut gelaufen. Fassbar, unfassbar. Los, durch da. Ja, das war ja schlimm. Das war wirklich schlimm mit anzusehen. Tiefrote Zahlen. Komm, geh durch die Tür, Mann. Das war ich selber schuld. Ja, das auch. Ich weiß genau, wann ich da springen muss. Ich müsste es dann jetzt nur noch tun. Ist es egal. Ich hasse den Fishing Boo. Ja. Naja. Bisher war jeder neue Attempt, den ich gemacht habe, eine PB. Kann ja nicht immer so laufen. Also unter einer Stunde würde ich heute schon bleiben wollen. Aber es sieht aktuell ja nicht danach aus. Also das ist jetzt eigentlich ein Reset-Zeitpunkt, das geht gar nicht mehr. Das kriege ich auch, glaube ich, nicht mehr aufgeholt. Naja, das sind 5 Minuten, die ich verloren habe. Ne, das schaffe ich nicht mehr. Also das würde mich jetzt arg wundern. Ach, scheiße, schon wieder zu früh gesplittet. Ich könnte kotzen. Na egal. Ach, das ist mir eben auch passiert. Das geht mir jetzt auf den Keks. Da lande ich nicht auf dem früh. Oh, da hätte ich nicht gedacht, dass das passt. Na egal. Es ist alles egal. Der Run ist gelaufen bis jetzt.
war nicht gut. Ich muss da einmal drauf. Ich kann es mir einfach nicht erklären. Aber dafür ist dieses Video auch so ein bisschen da als Analyse-Tool. Da geht doch. Naja. Sie jetzt schon hinterm Skytree zu hängen, ist schon übel. Er kostet in der Regel viel Zeit. Das war genau deshalb, weil B dann nicht immer so richtig funktionieren möchte. Das kann ich leider vergessen. Das wird auch zu knapp. Ja, da habe ich leider nach oben gedrückt. Sonst hätte es geklappt, vielleicht sogar. Noch. Der wird was. So, jetzt hat der hier oben noch die Chance, mich zu killen. Oh, Ja, es ist immer, es ist eine der schlimmsten überhaupt. Ich bitte, 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 bitte spring doch. Sehr gut. Naja, nicht allzu viel Zeit verloren. Tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, ist er sogar ganz gut gelaufen. Wenn ich die anderen Level vorher halt nicht so krass verkackt hätte. Naja, das schaffe ich im Leben nicht mehr einzuholen. Oh Gott, nein! What happened now?
Okay, jetzt wird's echt unangenehm. Was mache ich da? Ja, okay. Gut, der Run ist tatsächlich nur für die Aufzeichnung. Eigentlich hätte ich nämlich gerne mal ein Best-of-Video. Oder nicht ein Best-of, sondern ein PB-Run auf YouTube gestellt. Aber das hier wird wohl nicht. Ja, Schwimmen beinahe vergessen. Na, ah, fuck you! No, fuck me! Geht doch. Geht doch. Ich vergesse immer, was das Baby Shells Level ist. Ich vergesse es den Anfang einfach immer. Aber es ist Gott sei Dank dann sofort wieder da. Ach ja. Das Level. Das müsste ich eigentlich mal üben. Damit ich ein Gefühl fürs Timing kriege, weil bisher mache ich das immer nur in den Runs und hoffe halt aufs Beste. Passiert nur nie das Beste. Ja, vielleicht stelle ich es auch einfach nur auf. Vielleicht stelle ich es auch trotzdem auf YouTube. Mal sehen. Einfach nur zu zeigen. Quasi als Comparison. So. Als Vergleich. Das wird heute nicht mein letzter Run sein. Mindestens zwei plane ich noch. Oh, das hat unfassbar gut geklappt. Sieht nicht so aus, ist aber so. Im Vergleich war das ein Goldsplit, ich werd bescheuert. Das kriege ich noch nie raus. Wann ist da die richtige Zeit zum... Das sind diese Kleinigkeiten, diese winzigen Stellschrauben. Bei denen man sich dann schön anstellen kann wie ein Riesenidiot.
Ja, ihr hört mich schwer ausatmen. Ist einfach nicht auszuhalten. Ja, das war geil. Das war eben auch so geil. Das ist so oft schief gelaufen. Wo ich nicht weiß, warum. Warum? Jetzt habe ich gleich alle Wortkombinationen durchgehabt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das war nochmal ein schöner Timesave. Das war ein richtig schöner Timesave hier. Habe ich noch was rausgeholt. War nicht besonders, aber für mich war es okay. Ja, der muss immer noch raus. Das habe ich auch schon mal gesagt. In der anderen Aufnahme, die ich aber nicht aufgenommen habe. Und jetzt? Ah ja. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Oh Mann, das sind so, so dumme Fehler. So richtig dumme Fehler. Ja, das passt halt bei mir einfach zu selten. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich weiß nicht warum. Ja, das wusste ich. Ich wusste es. Das Timing nochmal versaue. Hab ich eben 5-6 Mal versaut. Diesmal ging es. Das war gut. Das hat mich noch mal ein bisschen nach vorne gebracht, tatsächlich. Aber in Blumentopf gewinnen wir deshalb noch lange nicht. Nein, nein, nein. Denn, haha, Jacquarden. Ja. Komm schon. Ja, das war zu spät. Oh ja! Oh, das klappt. Bis jetzt klappte das Level extrem gut. Hier so eine Stelle, da wundere ich mich immer drüber, dass die irgendwie hinhaut. Die ist es nicht. Also die haut meistens hin tatsächlich. Ja, dumm. Jetzt war das. Das ist dann diese. Dann bin ich mir schon fast zu siegessicher. Und das ist halt immer ätzend. Ach. Warum ich mir da immer selber die Timings versaue, ne?
2. Und zwar da, was als nächstes kommt. Also achtet da mal drauf. Da wundere ich mich halt immer mega, dass das bei mir irgendwie hinhaut. Wenn ich denn da nochmal hinkomme heute. Wir wissen es nicht. Denn aktuell stelle ich mich wieder dumm an. Eigentlich gibt es hier sogar zwei Stellen, die ein bisschen random für mich sind. Eine die, aber die klappt aus irgendeinem Grund. Klappt die halt erstaunlichst gut. Und jetzt gleich die Stelle mit dem zu schluckenden blauen Panzer. Ich halt nie Yoshi mitnehmen. Nie weiß, aus welcher Distanz. Deshalb, das hat eben beim ersten Mal geklappt. Und das hätte ich halt so gerne aufgenommen gesehen, damit ich mir das mal angucken kann. Nein, oh Mann, bin ich dumm. Das war echt unnötig. Warum gehe ich da ein Risiko? Also ich bin eigentlich kein Risiko eingegangen, ich habe nur einen Fehler gemacht. Okay, das hat aber Gott sei Dank dann doch noch zweimal so hingehauen mit dem blauen Panzer direkt beim ersten Versuch. Disco-Zeit! Komm schon! Oh, ein Fast-Try! Ein Fast-Try! Das passiert auch so selten. Da springt mir doch glatt vor Freude. Was aus der Hose? Ich sag auch nicht, was. So, jetzt kommt das schlimmste Level von allen. Ich weiß, fast niemand hat was gegen das Level. Aber es ist halt mit in der Reihe der beschissensten Level für mich. Da habe ich einen sehr schönen Ton noch getroffen. Und jetzt konzentriere mir aber. Das hat im Run eben nämlich auch erschreckend gut funktioniert. Ich hätte das gerne wieder so. Denn das Schlimmste ist nicht das hier, sondern der Bossfight ist einfach für mein Gehirn nicht machbar. Ja, und genau deshalb. Ich weiß das ganz genau. Ja.
Ohne Worte im Prinzip. Yes, baby! Da muss ich mir sofort immer einen Schluck genehmigen. Entschuldigung dafür, dass ihr das hört. Aber ich springe vor Freude fast aus der Hose. Heißt leider alles noch nichts. Ja, genau deshalb heißt das nämlich alles noch nichts. Da kommen noch so viele dumme Fehler. Guckt zu oft auf die Uhr. Sollte erst am Ende des Levels wieder auf eine Uhr gucken. Denn erst dann ist es ja überhaupt relevant eigentlich auch. Schwer atmen. Weil mir das danach immer passiert eigentlich. Ja, ich hasse es. Ja, das kann man auch noch als Erfolg verbuchen, glaube ich. Aber unter einer Stunde ist halt unwahrscheinlich. Sag mal. Schwere Part in dem Level. Aber das hat auch geklappt, sehr gut. Das ist trotzdem unter einer Stunde, ist immer noch sau schwer zu erreichen. Denn das sind nur noch 10 Minuten. Ja, okay, da habe ich nicht gedacht, dass der Sprung klappt.
Könnt das nicht sehen, aber ich krampfe halt gerade extrem. Also ich verkrampfe. Mich wieder so tierisch über mich selber aufregen muss. Aufgrund dieser Zeitverluste, die ich hier erleide. Oh, das war so knapp. Es ist, als ob ich echt was an den Augen hätte. Jetzt rege ich mich gerade wieder richtig, richtig auf. Oh, jetzt habe ich gedacht, lande ich in diesem Mancha. Bin ich selber schuld. Ah, kann ja kein anderer schuld sein. Spring doch da raus, Mann! Das hat zu viel Zeit gekostet, leider. Das hat leider zu viel Zeit gekostet. Ich weiß es nicht, warum dieser Sprung auf den zweiten Koopa nicht klappt. Da sind immer 3, 4 Fehlversuche drin. Siehst du? Ich weiß es nicht. Nein, zu früh abgesprungen. Was bin ich für ein Hornochse? Aber ich glaube, es hat. Ich habe eine Idee. Woran es liegt. So geht's noch. Auf den Fall ich nie wieder rein. Garantiert nicht. Und zwar glaube ich, man muss schon doch exakt an diesem Pfeil stehen. Also nicht exakt, sondern ein Sprite, also hier ein Pixel ist drin, aber. Ja.
Oh, jetzt stirb schon. Mir läuft so ein bisschen die Zeit davon gerade. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Also ihr seht es wahrscheinlich sogar besser als ich. Das hat noch nie geklappt. Das hat original noch nie geklappt. Hä? Ich war doch gerade beim P-Run. Okay. Ich bin jetzt bei Babystar. So. Okay, jetzt musste ich mal ein bisschen komisch splitten, aber es ist nicht so wild. Weiß nicht, warum mir der einen Split nicht genommen hat oder ich einen nicht gesetzt habe. Das sehe ich dann in der Aufnahme. Komm her, Kackfisch. Unfassbar gut. Aber es ist... Denn dann einen Split nicht gesetzt. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Geh durch die Tür. Ja, fuck, zu früh. Ich würde nämlich gerne eines der Geisterphasen skippen. Den nehme ich immer mit, einfach nur weil ich mir selber nicht traue. Also mir selber schon, aber dem Spiel nicht so richtig. Nein, warum springe ich denn? Oh fuck, das wäre eine Sub-1-Stunde gewesen. Das ärgert mich jetzt massiv. Das bin ich selber schuld. Warum ich Hornochse da? Also, ne, ganz klar. Unter 1 Stunde der Herzen. Auf jeden Fall. Oh Gott, da war ich mir zu sicher, dass der nicht trifft. Jetzt vermassel ich das alles wieder. Ihr merkt, ich habe sehr viel Selbstvertrauen in mich. Nicht wahr? Naja, eigentlich bin ich nur äußerst selbstkritisch. Und ich kenne mich halt auch ganz gut. Das ärgert mich so. Eine Minute verschenkt. Original, fast eine Minute verschenkt. Entschuldigung, das war das Wasser. Aber, hey. So be it. PB. Schon wieder.
Schon wieder eine neue Bestleistung und zwar eine schön ordentliche 3 Minuten 46 schneller. Ich weiß nicht, warum man das da nicht sehen kann. Ich muss, glaube ich, da mal ein bisschen was einstellen an den Farben. Den Split safen wir natürlich. Ja. Ergo sind wir hier auch fertig mit der Aufnahme. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch ebenso viel Nerven gekostet wie mich. Wenn euch das gefallen hat, bleibt doch dran. Und guckt ein bisschen weiter meine Videos. Nicht allzu viele gute, wenn wir ehrlich sind. Aber es geht wieder weiter, endlich. Ansonsten auch gerne mal auf Twitch vorbeischauen. Twitch.tv/HiFuSushiO. Alles kennt ihr ja mit Sicherheit, wie man das bei Twitch so macht. Da gibt es immer dienstags auf jeden Fall einen Stream. Also auch wenn ihr das hier heute seht, am Tag der Veröffentlichung, gibt es gleich auch wieder einen Stream. So gegen 20 Uhr, schätze ich mal. Heute aber erst. Und ich bin mir auch noch nicht sicher, womit, ehrlich gesagt. Also, wenn ihr neugierig seid, schaltet ein. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage Tschüss und macht's gut.